Die Handlung im folgenden Beitrag, Verbindungen zu real existierenden Personen und Orten, dienen allein der Dramaturgie und entsprechen nicht der Realität. Glaube ich. Ach, die Männerrunde. Alles außer Fußball. Ja, hallo liebe Hörer, hallo liebe Mannis, wir begrüßen euch ganz herzlich zu einer neuen Episode Outside. Hallihallo, hallöle. Und ihr wisst ja, Outside ist kein normales Format, Outside ist ein besonderes Podcast-Format. Wir gehen raus für euch auf die Straße, dahin, wo es riecht, dahin, wo es weh tut. Stimmt. Und wir verlassen unser wohlbehütetes Studio und gehen an die Front und machen für euch Podcast draußen. Ja. Und in dieser Episode waren wir in den USA, genauer gesagt in Nevada, in der Area 51. Da hatten sich nämlich am 20.09.2019 2 Millionen Leute über Facebook verabredet und wollten die Area 51 stürmen, um zu sehen, was mit den Aliens denn da los ist. Nachher waren es natürlich leider nur ungefähr 1000, die nachher da waren, und 100 Leute standen tatsächlich vor dem Tor der Militärbase. Ja. Aber wir haben gesagt, nein. Wir wollen wirklich da rein und wir haben tatsächlich einen Weg gefunden. Ich will jetzt noch gar nicht zu viel verraten. Mir gegenüber sitzt der Chris, ja, der sich wirklich bei dieser Expedition als außerordentlich nützlich erwiesen hat. Allerdings. Ihr habt lange drauf gewartet oder warten müssen leider, aber das Warten hat sich gelohnt, Leute. Auf jeden Fall. Ich denke, es war diese Folge, wird definitiv eure Welt und den Blick auf die Welt, wie sie existiert, komplett verändern. Also das ist das ist richtig. Mir gegenüber übrigens sitzt der unglaubliche Schnittmeister Michael. Ja, das war echt richtig Arbeit. Also erstmal das ganze Material ein bisschen zu restaurieren und dann so hinzukriegen, dass man es vernünftig hören kann. Ich habe es geschafft, aber es hat echt lang gedauert und vor allen Dingen musste ich viele Sachen ein bisschen gerade rücken. Aber es ist gut. Leider ist bei der ganzen Sache unsere Kamera vor Schutt gegangen. Ja. Bei der Flucht. Man kann es nicht so viel verraten. Also ihr kriegt ja jetzt gleich alles, was wir an Audiomaterial haben, haben wir retten können. Das habe ich jetzt alles zusammengestellt. Videos gibt es bei dieser Folge leider nichts, weil uns eben die Kamera, ich sag mal, abhanden gekommen ist. Ihr hört dann, warum. An der richtigen Stelle werdet ihr es dann hören. Ich würde sagen, wir spannen euch jetzt einfach nicht mehr länger auf die Folter, weil das jetzt kommt ein absolut sensationelles Erlebnis, was wir wahrscheinlich unseren Enkeln noch erzählen werden, falls sie uns nicht vorher einsperren. Und eins noch. Was sein könnte. Ich bin gespannt, wie lange diese Folge jetzt online ist, weil die Sachen enthüllt, die, ich glaube, absolut der Geheimhaltung unterliegen. Wir haben eigentlich das komplette Rätsel um Area 51 gelöst. Ja, möchte ich einfach sagen. Definitiv. Möchte ich behaupten. Also, wenn ihr das jetzt Sonntagmorgens hört, seid ihr wahrscheinlich die Glücklichen, die es noch hören können. Die anderen vielleicht nicht mehr, weil es runtergenommen wird. Also, die Männerrunde, diesen Podcast empfehle ich meinen Freunden gerne weiter. Unbedingt weiterempfehlen. Hat auf jeden Fall das Rätsel gelöst und ihr werdet es jetzt hören. Viel Spaß dabei. Ja, hallo, liebe Mannis. Wir sind hier am Düsseldorfer Flughafen. Wir haben die Koffer eingecheckt und haben jetzt noch ein bisschen Zeit, bevor es weitergeht nach Atlanta. Ja. Und wir trinken den Käffchen jetzt erstmal hier ganz gemütlich und schöner Flughafen eigentlich, ne? Nicht zu groß, nicht zu klein, ja, finde ich. Also wer von Düsseldorf schon mal losgeflogen ist, der weiß das. Wir haben jetzt allerdings 10 Stunden vor uns. Ich bin auch trotzdem aufgeregt. Ja, allerdings in einer relativ großen Boeing-Maschine, also es wird ganz cool, glaube ich. Ja. Da hat man ein bisschen Beinfreiheit. Wir sind ja auch nicht die Kleinsten, das ist ganz gut, wenn man da ein bisschen Luft hat. Ja, richtig, richtig. Zwischen den Haxen. Ja, und wir wollten uns einfach nur mal melden, dass es jetzt losgeht. Wir sind aufgeregt wie Sau. So ein bisschen schon, ja. Ich weiß noch gar nicht, was uns da erwartet, aber wir ziehen das jetzt eiskalt durch. Ja, wo kommen wir an? Atlanta, ne? Atlanta, und von Atlanta fliegen wir dann weiter nach Las Vegas. Und von da aus ist nicht mehr weit bis nach Rachel. Und in Rachel ist ja das berühmte Café. Ja, nicht mehr weit ist gut. Das war doch noch ein ganz schönes Eckchen, auch nochmal mit dem Auto. Ja, 2,5 Stunden irgendwie mit dem Auto sind das ungefähr noch. Naja, gut. Also wir hatten überlegt, ob wir irgendwo noch übernachten. Wir ziehen es durch einfach, ne? Ja, mal sehen. Wir können im Flugzeug vielleicht ein bisschen pennen. Mal gucken. Also wir melden uns dann bei nächster Gelegenheit, melden wir uns dann wieder und dann schauen wir mal, wie der Stand der Dinge ist. Liebe Mannis, seid gespannt.
wie es weitergeht. So sieht's aus. Jo, da sind wir, liebe Leute. Handgepäck dabei, unsere Koffer gerade vom Kofferband. Ja. Wir sind in Atlanta. Ja. Es ist früh am Morgen hier. Morgens. Ja, so früh ist es gar nicht mehr. Kurz nach acht in Atlanta. Oh. Das war ein harter Flug, oder? Ja, ehrlich gesagt, da merkt man doch, dass man älter wird, weil ich habe dieses lange Sitzen geht einem doch auf den Sack. Ne? Manche sitzen ja nicht so gerne lange und gehen dann auf Toilette oder so. Zu zweit, ja, das war ein bisschen auffällig. Aber okay. Wir wollen da nicht zu sehr aus dem Nähkästchen, also nicht wir zwei, ne? Nicht, dass das falsch verstanden wird. Zwei Reihen vor uns hat doch eine sich wunderbar übergeben. Auch? Die muss vorher Suppe gegessen haben. Und ist dir aufgefallen, dass diese Kotztüten eigentlich viel zu klein sind? Wenn man viel gegessen hat, dann sind diese Scheißtüten wirklich zu klein. Ja, vor allen Dingen hat jetzt nur noch jeder zweite Sitz, jede Sitzreihe hat jetzt nur noch eine Kotztüte. Ja. Die sparen ja an jedem Ding, das ist ja furchtbar. Ja, der Nächste, der kotzt, der muss dann Fenster runterkurbeln, geht nicht. Also wird kalt dann. Schwierig. Ist blöd, auch mit dem Druck. Ich habe noch nicht gut geschlafen, aber okay. Ja, aber ein bisschen schon. Die Stewardessen waren ganz attraktiv, fand ich. Ja. Ich habe schon schlimmere gesehen. Also gut, die Bordunterhaltung hat natürlich jetzt einiges wettgemacht, sage ich mal. Es ist ja mittlerweile, die Technik ist ja da. Ich würde sagen, wir frühstücken jetzt erstmal was, oder? Weil unser nächster Flug nach Las Vegas geht nämlich erst dann in circa 2 Stunden, 9.50 Uhr, glaube ich. Ja, wir haben jetzt noch ein bisschen Zeit. Die Koffer können wir direkt wieder umchecken. Das ist alles kein Problem hier. Die mussten wir aber jetzt holen. Aber manchmal ist ja so, dass du die Koffer gar nicht mehr abgeben musst. Aber wir mussten die jetzt abholen. Naja, gut. Ja, was soll's. Wir haben ja nicht so viel Gepäck. Wir sind ja nicht so lange da und wir sind ja keine Frauen. Ah, stimmt. Ne? Unsere Koffer sind ja nicht so groß und schwer. Eine kurze Hose, eine lange Hose und fertig. Obwohl, wir fahren in die Wüste. Wie bescheuert ist das mit einer langen Hose? Nachts wird's kalt. Na, unterschätzt das mal nicht. Nachts wird's kalt. Wir haben unsere Tracking-Ausrüstung. Wir wissen ja gar nicht genau, was uns da erwartet. Wir haben wir wissen ja gar nichts genau. Ich habe meine Indiana Jones Peitsche auch mit. Also von daher kann nichts schief gehen. Lass uns frühstücken gehen, ich hab Hunger. Ja, wir melden uns wieder, wenn wir in Las Vegas sind, würde ich sagen. Las Vegas ist natürlich, wir sind da natürlich nicht zum Spielen oder so, da geht's dann rund. Also, wieso haben wir eigentlich nicht gleich im Flugzeug gefrühstückt? Das hätten wir uns auch ruhig mal Weil das scheiße können, ist da. Ja, gut, das stimmt. Das stimmt. Dann lieber hier mal gescheit. Schön gebratener Speck und. Jo, genau. International Breakfast. So ist es. Ja. Alles klar. Bis gleich. Bis später. Weil du dich dauernd wegdrehst. Ja, gut. So. Alter. Langsam Schnauze voll, ehrlich gesagt. Ja, es wird langsam anstrengend. Also. Die Fliegerei dauern. Wir sind jetzt noch mal 4 Stunden geflogen bis nach Las Vegas. Und, mein lieber Mann, also. Langsam frage ich mich auch, warum? Idee war. Warum jetzt? Ja, aber wir sind jetzt angekommen. Las Vegas ist ja schon mal, das ist ja schon mal ziemlich cool hier. Ja gut, von hier aus sieht man noch nicht. Wir stehen übrigens gerade vor dem Flughafen, weil nämlich unsere Kontaktperson namens Piff und Puff. Genau, ihr kennt sie noch, allerdings nur mit veränderter Stimme. Die beiden sollen uns hier abholen und ich, mal ganz ohne Scheiß, ich hoffe, dass die Scheiße klappt. Das ist ganz schön groß hier, ne? Irgendwo muss ein Brunnen sein, da sollen wir uns treffen. Und da müssen wir jetzt hin irgendwie und dann werden die uns mitnehmen und dann fahren wir nämlich mit Piff und Puff zusammen im Auto nach Rachel, genau. Ja. Und das sind, glaube ich, auch nochmal 2,5 Stunden Autofahrt. Ungefähr, ja. Kommt drauf an, wie die Straße dann da ist. Mal sehen. Da werden wir wahrscheinlich alles Weitere besprechen, ne? Also so ein bisschen jetzt... Die werden uns im Auto briefen, was da abgeht. Das ist ja jetzt irgendwie nur Party angesagt, wie ich das gehört habe in Las Vegas, aber da wollen wir ja nicht hin. Wir wollen ja trotzdem nach Rachel und gucken, dass wir da auf die Area kommen. Aber angeblich hat Piff und Puff haben da irgendwie einen Weg gefunden, wie wir da gut reinkommen. Ja. Also wir schauen mal. Also es wird bestimmt spannend werden. Wenn nicht, dann machen wir uns hier halt einfach einen spannenden Tag. Dann gehen wir auf die Party in Las Vegas. Dann gehen wir Party machen in Las Vegas. aber ich meine, jetzt sind wir erstmal gespannt, ob das überhaupt klappt mit dem Abholen.
Ich hoffe es, ehrlich gesagt, meine Damen und Herren, sonst sind wir hier am Arsch. Wird schon. Wir melden uns. Wir melden uns vielleicht aus dem Auto, mal sehen. Ja, keine Ahnung, wie wir es machen, keine Ahnung. Ja. Spätestens in Rachel. Ich krieg schon wieder Hunger übrigens. Ist so. Ja, schau, hier gibt es doch bestimmt irgendwo, aber es ist teuer hier. Es ist teuer. Ja, egal. Ich habe schon gesehen, hier die Preise an einigen Shops, alter Vater. Ja, hol ich mir eine Packung Kekse oder sowas, keine Ahnung. Ja, gut. Freunde, seid weiter gespannt. Wir sind so ein bisschen down gerade, aber das liegt eher an der Müdigkeit. Aber es wird spannend. Was wir jetzt vorhaben, müssen wir ja eigentlich nicht erzählen. Das werden wir dann im Studio erzählen. Ne? Oder müssen wir schon mal so ein bisschen Spannung aufbauen, Michael? Los, lass uns mal Spannung, ich weiß noch gar nicht, was die genau Spannung machen. Aufbauen. Wir müssen mal gucken, was jetzt passiert. Dass wir dahin wollen und ja, aber das haben wir doch schon gesagt, dass wir da jetzt nach Rachel und dann gucken, dass wir irgendwie... zu diesem Sturm, dann geht's los halt irgendwie. Ne? Ich hab zwar gehört, es soll dann doch eher eine Party in Las Vegas stattfinden. Ja, aber das wollte ich gerade so ein bisschen so rausarbeiten, dass es jetzt hier nicht so ein Ringelpiez mit anfassen, sondern wir gehen eben für euch. Wir wollen trotzdem dahin. Dahin, genau. Scheiß auf die Party. Da, wo es weh tut, nämlich an das Tor. Und da werden wir dran rütteln und sagen, wir wollen hier rein. Und werden dann weggejagt wahrscheinlich. Aber egal. Aber das, das wäre aber auch geil. Ich würde gerne mal von Amerikanern verhaftet werden. Echt? Ja. Okay. Überleg mal, was das für ein Boost für unseren Podcast bedeutet. Wahnsinn, ja, total. So, Micha und Chris von Die Männerrunde, diesen Podcast empfehle ich meinen Freunden gerne weiter. Meinen Insassenfreunden. In Guantanamo Bay. So, hallo Freunde, wir melden uns hier von Guantanamo Bay. Ja, wir stehen kurz vor unserer Folter. Waterboarding steht auf dem Programm. Heute ist wieder Waterboarding angesagt. Heute haben wir Waterboarding gebucht und da freuen wir uns schon drauf. Jetzt machen wir noch blöde Scherze. Ja, allerdings. Nee, also liebe Freunde, gut. Wir müssen jetzt sehen, dass wir den Brunnen finden, damit wir zu Piff und Puff finden und die uns einladen. So ist es. Macht's gut, bis gleich oder irgendwann. Okay. Jo, Freunde, da sind wir wieder nach 2,5 Stunden oder wie lange war es? Autofahren? Ja, fast 3 Stunden. Weil wir zwischendurch einen kleinen ungeplanten Aufenthalt hatten. Wir sind nämlich angehalten worden. Leute, da gleich mal ein Lifehack. Wow. Wenn ihr in Amerika eine Verkehrskontrolle habt, die ist ein bisschen anders wie in Deutschland, Leute. Also das ist schon auch Abenteuer. Das ist Abenteuer. Das ist was für Männer, oder? Das war krass her. Also, original wie im Film kommt er mit dem Motorrad hinter uns hergepeitscht. Weil der Idiot zu schnell gefahren ist, Alter. Ich dachte, ja gut, eigentlich hatten wir ja ein Tempomat für sowas. Na ja, gut, okay. Ist halt so und dann durften wir erstmal schön Papiere zeigen und und Hände vor allen Dingen. Hände. Schön immer schön auf dem Lenker. Also wir haben ja hinten gesessen, da sagt dann einer von den beiden, ja, macht eure Hände oben auf den Sitz, dass der die sieht und so. Ich dachte, was ist hier los, Alter? Aber das kennt man ja so aus den Filmen auch und so war es dann auch. Ja. Hat ein paar Dollar gekostet. German Tourists and where do you wanna go, ja. Ja. Ja klar, wir sind ja mal ein bisschen angespitzt gerade alle, ne, wegen dieser Sturmaktion auf die Area 51 und da passen die schon ein bisschen besser auf irgendwie, aber na, bei uns war ja nichts groß zu beanstanden, sage ich mal, außer halt der Geschwindigkeitsüberschreitung. Aber wir haben einen geilen Plan jetzt geschmiedet in der Zeit, die wir im Auto verbracht haben. Weil die ganze Aktion ist ja jetzt doch ein bisschen abgemildert worden und endet ja jetzt irgendwie in einer großen Party in Las Vegas. Und es sind aber doch einige Leute, die sich hier mittlerweile versammelt haben. Es soll so eine Aktion gestartet werden. Ne? Es soll so eine kleine Aktion gestartet werden vor den Toren dieser Basis. Und das werden wir als Ablenkung benutzen, um in einen Tunnel zu gelangen. Und zwar, angeblich gibt es ein YouTube-Video darüber. Ich kenne das Video und dachte immer, das ist Quatsch. Also auch wirklich schwachsinnig. Also denkt man so, okay, warum ein Tunnel und so. Aber den gibt es wohl wirklich. Ein Tunnel, der direkt unter die Area 51 führen soll. Ja, und, oder zumindest in die Nähe. Also ich bin da ein bisschen skeptisch, Alter. Aber wer weiß. Also ich habe meine Indiana-Jones-Peitsche, ja, wie schon gesagt, habe ich dabei. Also wir sind auf Abenteuer ausgerüstet hier und werden es krachen lassen. Also wenn das alles klappt, dann wären das Film- und Audioaufnahmen vom Allerfeinsten. Ja, allerdings. Also wir machen ja extra nochmal Video für diese Outside-Folge, wie das letzte Mal auch. Und dann zeigen wir euch hier mal so ein bisschen so die ganze Geschichte drumherum auch im Video.
Und ja, jetzt erstmal haben wir Hunger. Wir wollen jetzt erstmal ins Alien gehen, um was zu essen. Ich raste aus, ey. Einen schönen Alien auf Toast oder sowas. Keine Ahnung. Ich brauche jetzt was. Piff und Puff sitzen schon drinne. Ja, es ist ja jetzt, die Sonne ist schon untergegangen. Es ist aber noch herrlich warm. Wir haben noch schöne 26 Grad hier. Jo. Ganz leichter Wind. Also ist total schön hier eigentlich, muss man eigentlich sagen. Richtiges Abenteuerwetter. Ja. Es ist eine total geile Gegend, vor allen Dingen auch irgendwie. Ja, es ist natürlich ein scheiß Kuhkaff hier, das muss man auch mal sagen. Ja, hier ist wirklich nichts. Hier ist einfach mal gar nichts. Die leben davon, dass wahrscheinlich Leute sich dafür interessieren, ja. für diesen Mythos der Area 51. Ja, ja, also ich würde sagen, wir gehen was essen und dann, oh Mann, die Aufregung steigt auch schon so ein bisschen. Ja, ja, natürlich. Also wir fahren dann mit dem Auto noch ein Stück bis dahin. Es ist nicht hier direkt auf der Ecke, es ist noch ein Stück weiter. Ja. Die Area 51 ist ja auch 30 Meilen von hier irgendwie noch mal weg oder ja, deswegen so. Deswegen bin ich gespannt, wie lange wir durch den scheiß Tunnel dann da, ja, wir werden sehen. Also. Und da soll irgendwo ein Tunnel, wir können dann natürlich mit dem Auto nicht direkt dahin fahren. Das heißt, wir müssen dann noch so 1,5 Meilen durch die Pampa latschen. Ja, und vor allen Dingen im Dunkeln, Alter. Und wir können, ist schon dunkel dann, Wir können natürlich nicht mit riesigen Mac-Lights da rumrennen, weil dann werden wir ja gesehen. Also wir müssen halt irgendwie sehen, dass wir mit wenig Licht auskommen, ja, um den Weg zu finden. Das wird schon so ein bisschen Bear Grylls-mäßig, habe ich so das Gefühl. Das ich, ist hoffe, so ein bisschen ich hoffe, hier gibt es ja jetzt irgendwie, wir gucken, dass wir jetzt irgendwelche Schlangen oder Spinnen oder sonst irgendwas. Ich meine, hier in der Wüste Skorpione, ist ja glaube ich. Skorpione, ne? Da muss, es ist ja gar nicht so ohne hier, ne? Ja, aber wir sind halt auch knallharte Knüppelkerle. So sieht's aus. So sieht's aus, Alter. Und deswegen werden wir jetzt erstmal ein halbes Schwein auf Toast essen, genau. Oder einen halben Alien und dann, geht's los. Oh Mann. Ja, ich würde sagen, aber wir machen. Ich bin total gespannt. Ich bin total gespannt. Also, ich auch so ein bisschen. Also bleibt Tunnel. Dran. Geil. Vielleicht werden wir auch verhaftet. Meinst du? Nee, warum? Könnte ja sein. Oh Gott, ja, das könnte teuer werden. Ne? Ich habe irgendwie gehört, das sind zwei Leute, haben sie jetzt aufgrund dieser ganzen Geschichte schon irgendwie zwei Tage in U-Haft genommen. Irgendwie zwei Schweizer, da waren das, glaube ich, sogar. Geil. Ja. Ja, ich habe auch gehört, dass da aus oder Iren oder so, ich weiß aus Holland und was weiß ich, woher die Leute da hingekommen sind. Also es ist schon auch ein Thema, was die Welt bewegt, Leute. Und allerdings, wir sind für euch da. Wir machen das für euch. Live vor Ort. Live vor Ort. Und zwar richtig da, wo es stinkt. Nee, riecht. Was wollte ich sagen? Was gibt es denn noch für Foltermethoden außer Waterboarding, was da auf uns warten könnte dann? Also, ach so, ja. Die machen viele dumme Scheiße mit einem dann. Ich möchte gar nicht weiter drüber nachdenken. Also das ist so weit darf es nicht kommen. Micha, das ist eine gute Idee. Lass uns jetzt essen gehen. So sieht's aus. Schau bis dann. So, ja, hallo Manni, ihr hört schon, hier ist ein bisschen lauter. Hier ist was los, Freunde, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Ihr seht es ja dann auf dem Video, wir halten die Kamera mal drüber. Wir stehen jetzt hier vor dem Tor von dieser Militärbasis und hier sind natürlich ein paar Militärs und die gucken schon ziemlich blöd, weil hier einige Leute mit Schildern rumstehen und anfangen zu singen, hör mal. Die skandieren hier. Was rufen die da? Irgendwas? Ich verstehe das gar nicht. Clap the cheeks oder? Klatsch den Käse. Ja. Das macht keinen Sinn, oder? Was auch immer. Aber es war in Holland. Wir haben nette Leute auch schon kennengelernt. Ja, total coole Leute hier. Wir haben natürlich niemandem erzählt, was wir vorhaben, weil wir natürlich nicht wollen, dass da noch irgendwer mitkommt, weil je mehr Leute, desto eher wird man vielleicht entdeckt. Ja. Das Wachpersonal sieht auch jetzt nicht aus, als wenn die unbedingt die Riesenspaßvögel sind. Ich glaube, die schreiten auch gleich ein. Also wir sollten uns jetzt demnächst absetzen hier wirklich. Es wird hier auch viel gefilmt. Es haben viele ein Handy hochgehalten und filmen. Ja, es gibt auch Livestreams. Es gibt Livestreams im Internet. Vielleicht wir müssen gucken, dass wir da nicht... Nee, lass uns da gucken. Bloß nicht drauf sein. Wir müssen unseren eigenen Stream machen. Hier, unser eigenes Video, das reicht ja. Ja, ist aber. Also ihr seht ja jetzt hier, was hier los ist. Und wir hauen jetzt ab. Wir gucken, dass wir jetzt in den Tunnel kommen. Weil ich glaube, die Ablenkung funktioniert gerade ganz gut hier. Wir müssen zusehen, also dass wir jetzt hier wegkommen. Also hier ist richtig was los und wir werden jetzt einfach uns hier absetzen und sehen, dass wir anhand der Koordinaten, die wir bekommen haben vom Piff und Puff, diesen scheiß Tunnel finden. Und wenn wir nicht finden, dann melden wir uns halt einfach nochmal von der Party in Las Vegas. Machen wir Party, genau. Und wenn wir ihn finden, dann melden wir uns aus dem Tunnel. Wobei wir da nicht wissen, wie laut wir sein dürfen und so weiter. Also jetzt, es ist halt auch schon dunkel mittlerweile und das bedeutet, wie ich ja vorhin schon gesagt habe, wir müssen mit wenig Licht
Habe ich das vorhin gesagt? Ich weiß nicht, aber ist egal. Also wir müssen mit wenig Licht auskommen. Bis dahin auf alle Fälle, ja. Ja. Und dann schauen wir mal, wie es da weitergeht. Also wir haben jetzt ja mittlerweile, haben wir uns das YouTube-Video nochmal angeguckt und da ist ja einiges, da gibt es ja so ganz enge Passagen, wo man dann irgendwie durchkrabbeln muss. Also das wird noch sehr interessant. Was auch interessant ist, dass es kälter wird, ne? Ist dir das aufgefallen? Ja, vorhin war's ja. So richtig schön. Ja, das habe ich ja gesagt. Aber das, wird dann, wie, das in der Wüste ja auch. Die Sonne so, weg ist, wird's hier doch schnell kühl. Aber also, okay, es geht noch. Aber wir haben gute Ausrüstung, Leute, und wir, außerdem sind wir knallhart. Das hatte ich ja schon gesagt. Aber wir haben gut gegessen. Ey, Leute, wenn ihr irgendwann mal da seid, geht in das Alien. Ey, die Burger da sind wirklich der Knaller. Und bestellt euch den Alien Special. Ja. Der ist der Hammer. Also, das Kaff hat sonst nichts zu bieten. Wirklich, vergiss das. Ja. Ihr braucht auch keine Kamera rausholen. Könnt ein paar... Ein paar Schilder, ein paar schöne okay. Alien-Statuen kann man hier fotografieren. Ja, und der Laden selber sieht auch ganz lustig aus. Ja, ist aus, cool. Drin. Ne? Klar, ja, das ist natürlich ein Klassiker. Natürlich. Aber auf jeden Fall zum Essen kann man... Können wir einfach uneingeschränkt empfehlen, würde ich sagen, oder? Absolut. Ja. Also wenn ihr irgendwann mal hier seid, ich meine, ne, wenn ihr hierher kommt, geht ihr natürlich hier hin, wo auch sonst. Es gibt ja hier nichts. Oh, hier brüllt mir einer von der Seite. Was ist so? Gut, ja, alles klar. My also, friend. Ja. Lass uns abhauen. Lass uns abhauen, genau. Boah, Freunde. Also, boah, der Rucksack ist... Wir melden uns gerade zwischendurch mal. Ja. Wir sind hier... Also stellt's euch so vor. Leise, leise, nicht so laut. Ja, stellt's euch so vor. Moment, ich muss erstmal. Es war ein bisschen steiler Berg eben, also ein steiler Hügel. Berg kann man ja nicht sagen, aber. Ja, es kann so weit jetzt nicht mehr sein. Was sagt das GPS? Ehrlich gesagt, ja, haben wir eben schon geguckt. Ich bin mir, also Freunde, ganz kurz, wir sind uns gerade im Moment selber nicht sicher, ob wir uns hier verdammt nochmal verlaufen haben. Was glaube ich eine ganz beschissene Sache wäre, wenn es so hier, wäre. Ja, das wäre ziemlich beschissen. Weil es ist dunkel. Es geht, also man kann noch was sehen, weil man gewöhnt sich so nach und nach dran und es geht eigentlich. Ja. Aber also, es ist natürlich hier auch keine schöne Ecke zum Laufen hier, aber okay. Gut. Nein, ist es nicht. Wir sind auf dem Militär-Scheiß-Sperrgebiet, Alter. Das ist überhaupt nicht schön. Also sagen wir es mal so, wir sind, glaube ich, schon in die richtige Richtung gelaufen. Aber so langsam wäre es auch schön... Wir kommen halt auch langsam nur voran, weil wir eben solche Lampen haben, die nur so nach unten, wir haben halt wirklich nur so die ersten paar Meter vor uns, die wir anstrahlen können, damit wir nicht gesehen werden. Ja. Und wir haben die Koordinaten, wo ungefähr der Tunnel sein soll. Und aber ist das nicht da vorne? Guck mal, da ist doch so ein... Wir mussten hier über Stock und Stein. Ist Tür oder was ist da? Da ist doch irgendwas. Ja klar. Ich sehe einen scheiß Felsen, Alter. Wo siehst du da eine Tür? Da links daneben. Du hast irgendwas war in dem Alien-Burger. Ja, komm, drin. Pass auf, das ist mit Sicherheit. Das kann gar nicht mehr so weit sein jetzt. Auf jeden Fall, ja, das hoffe ich. Ich habe auch langsam, da seht ihr die Schnauze voll. Das ist übrigens das, worüber wir gesprochen haben, mit von wegen Abenteuer. Wenn man dann so die Realität in der Fantasie ist, ist alles so, boah, yeah, leise, yeah. Leise, leise, leise. Ja, ist ja gut. Die das nicht uns hören, ey. Hier kannst du doch, hier, ich hab mir hier auf der Ecke hörst du, so ein bisschen, hier auf der Ecke hörst du meilenweit, ey. Müssen wir echt aufpassen. Ja. Ich würde sagen, wir melden uns aus dem Tunnel wieder, wenn wir ihn gefunden haben und dann schauen wir mal weiter. Ich kann sowieso hier so nicht laufen mit dem Mikro als in der Hand, weil ja, ist das doof, hier doch das manche Brocken. Ich meine, es ist halt, ihr dürft euch jetzt nicht so vorstellen, als wenn hier ein Pfad oder sowas wäre. Hier ist einfach gar nichts. Wir laufen hier mitten durch die Natur. Ihr seht es vielleicht auf dem Video, ich weiß nicht, wie die Kamera das aufnimmt bei den Lichtverhältnissen, aber. Ja, mehr schlecht als recht. Also so, ja gut. Ja. Ist halt so, ist halt dunkel. Aber du hast recht, da vorne ist irgendwas. Ja, das sag ich doch. Gut, wir gucken jetzt mal. Wir gucken uns das mal an und melden uns dann wieder. Genau. Später. So, hallo Leute. Wir liegen gerade hier in Deckung. Wir haben den Eingang entdeckt. Es war nicht genau das, was wir vorhin gesehen haben, aber es ist jetzt. Das war mir gleich klar. Das war mir, du weißt, dass ich... Aber ein Stück weit, wir waren ja schon nah dran. Also wir liegen jetzt hier ein Stück auf einer Erhöhung und können dieses gelbe große Gebäude sehen und auch diesen ja, scheunartigen Eingang vom Tunnel, der an so einer an so einem Felsabriss liegt. Wir haben auch ein bisschen Glück, dass der Mond so ein bisschen scheint, schön hell scheint, weil dadurch sehen wir wenigstens ein bisschen was. Ja, das ist ganz gut. Also wir beobachten jetzt erstmal die Gegend hier und gucken mal... ob hier irgendjemand rumläuft. Nicht, dass wir da jetzt reingehen und in dem Moment schnappen die uns oder irgendwie sowas. Ja, das stimmt. Das hätte ich auch jetzt nicht so viel Bock drauf. Auf
Waterboarding. Ja, machen wir nachher doch noch einen Live-Podcast aus Guantanamo Bay. Ja. In der Lobby für alle. Ja, mach ruhig Scherze. Für alle Insassen. Genau. Ja. Ja, ich glaube. Ich glaube, hier ist echt keiner. Dann ist ja gut. Wir wagen uns jetzt einfach mal vor und gucken mal, ob man das. Ich weiß, was wir machen. Tor aufkriegen, was denn? Du gehst vor und ich behalte hier die Stellung und gucke. Okay, dein Blick sagt mir, dass die Idee scheiße ist. Genau. Wir gehen also beide da runter. Das kommt, auf geht's. Krass. So, wir sind jetzt hier am Tor. Und wir haben festgestellt, das ist abgeschlossen, da ist ein Vorhängeschloss davor. Ja, was eigentlich wahrscheinlich schon fast logisch war, aber wir müssen irgendwas finden. Das ist unheimlich groß hier, das sieht auf dem Video gar nicht so groß aus, aber das ist ja locker 3 Meter hoch und 4 Meter breit, das ist ja ein Hammerteil hier. Ja, was mich wundert, ist, dass hier keine Sau oder dass es irgendwie keinen interessiert. Oder gleich kreisen die Hubschrauber über uns, keine Ahnung. Aber irgendwie sind wir relativ locker. Ja, das ist witzig, ne? Irgendwie, ja. Gut, warten wir es mal ab. Wir sind noch nicht drin. Bestimmt. Ja, wir brauchen jetzt irgendwas, um das Schloss zu knacken. Hoffentlich wird das nicht so laut. Kennst du dich damit so was aus? Man müsste da was reinstecken und rumdrehen. Dann kann man den Bügel irgendwie knacken vielleicht. Ich habe eine saugeile Idee, Alter. Eine Metallstange oder sowas. Ich habe eine Idee, pass auf. Hm? Was ich in meinem Rucksack dabei habe. Was hast du in deinem Rucksack dabei? Ja, pass mal auf, Junge. Pass mal auf jetzt. Ich gehe mal gerade hier da. Oh, ups. Was? Warst du jetzt nicht ernsthaft Miss Money Handy? Da müssen wir jetzt nicht drüber reden. Scheiße. Ohne zu laut sein. Ja, ohne dass uns doch noch einer hört. Ohne Miss Money Handy gehe ich halt nirgends hin. Und ich will darüber jetzt keine Diskussion hören. Die ist jetzt dabei und fertig. So, pass auf, aber was ich noch, das ist es ja nicht, das ist ja nur Maskottchen. Aber was ich dabei habe, mein lieber Freund, für solche Fälle, speziell für solche Fälle, ja. Tada, ein Drumstick. Ich werde verrückt. Und jetzt versuchst du es nämlich mit der allseits beliebten Hebelwirkung. Hier, fuck, ja, ich übergebe dir das. Das ist eine gute Idee, okay. Ja. Warte mal, halt mal das Mikro. Ja, ja, ja. Gib dir Mühe, mein Freund. So, und jetzt allseits beliebte Hebelwirkung. Oh, Alter, die Runde hast du sowieso gewonnen. Da brauche ich gar nichts mehr aufmachen. Obwohl, ich habe sogar, zwei Bierchen dabei, allerdings nur Büchsen. Aber das nebenbei. Ja, die werden wir vielleicht noch brauchen. Wer weiß, wie lange wir durch den scheiß Tunnel noch latschen. Was saufen wir in Area 51 ein Bier oder was? Klar. Das ist eine gute Idee. Ja, wir müssen doch was trinken. So, dann, warte mal, gucken, ob es überhaupt aufgeht jetzt. Das Schloss ist kaputt, aber lass uns mal gucken, ob die Tür aufgeht hier. Okay. Oh, saulaut, scheiße. Ach, was ist denn hier? Da kommt total kalte Luft raus. Ja, ja, ja. Das ist ja ein Ding. Ist aber auch alles dunkel, ne? Ja gut, aber wir haben ja Lampen dabei. Ja. Weißt du was, bevor wir jetzt reingehen, lass uns doch mal schnell ein Selfie machen. Oh ja, ja, das ist aus Spaß hier direkt vor dem Tor. Du hast doch dein T-Shirt an, oder? Wie stellen uns jetzt mit den Männerrunde T-Shirts? Ja, logisch, unter der Jacke, logisch. Ich gehe ohne Miss Money hin und ohne mein T-Shirt nirgends hin. Alles klar, gut, okay. Also Leute, wir machen jetzt noch schnell ein Selfie hier vom Tor. Ja, lass uns ausmachen. Und dann gehen wir rein und dann hören wir uns dann im Tunnel wieder. Okay. Bis später. So, Mannis, wir sind jetzt hier schon einige Zeit im Tunnel unterwegs und es ist echt kühl hier drin. Es ist kalt geworden. Es ist echt kalt geworden, ja. 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 Wir haben keinen Handyempfang mehr, also. Oh ja, das stimmt. Also, das ist, keine Ahnung, so 50 Meter, 100 Meter. Nach dem Eingang ist das auch komplett weg gewesen. Es geht so leicht bergab. Und, ich nehme mal an, dass wir immer weiter irgendwo in so einen Boden oder Berg reinkommen da oder was, keine Ahnung. Ja. Die Decke ist abgestützt durch so Metallstützen. Ich schreibe euch jetzt mal kurz hier die Szenerie. Ihr seht das ja dann auch auf dem Video, aber falls ihr das jetzt nur hört. Es sieht tatsächlich so aus wie in einem Video, nur alles viel größer als auf einem Video. Es ist irre groß, ja. Das hätte ich gar nicht gedacht. Ich hoffe, man sieht das irgendwie in dem Video nachher. Es ist mit Metallstützen so alles abgestützt und dazwischen sind immer so Holzbretter, die aber teilweise schon echt durchgebrochen sind. Und ja, guck dir das mal an. Guck dir mal auf der Seite an. Felsen, das ist schon echt irre. Ja.
Und hier, hier drüben sind zum Beispiel, aber ist dir aufgefallen, der Boden ist total flach. Hier könntest du locker irgendwie mit dem Auto langfahren. Ja, ne? Ja. Also, aber es ist auch breit eigentlich. Es ist richtig eben. Sieht echt breiter aus, als es eigentlich ist. Das ist für Fahrzeuge gedacht. Ganz einfach. Ist auch groß genug. Ja, um jetzt durchzulatschen, brauchst du jetzt so einen riesen Tunnel zu machen. Aber wo sollen die hin, die Fahrzeuge? Jetzt wird es echt langsam interessant hier. Ne? Weißt du was, wenn wir einen Alien treffen, weißt du, was wir mit dem machen als erstes? Ein Alien. Ein Alien? Ja, okay, was machen wir mit dem? Mit dem spielen wir E-Kapelle. Erstmal. Ja, auf jeden Fall. Das machen wir auf jeden Fall. Hast du was vorbereitet oder was auch? Ach, das schüttel ich aus dem Ärmel. Schüttel ich aus dem Ärmel. Schütteln wir. Wir müssen ja irgendwas Galacto-Internationales benutzen. Ja, dann machen wir. Damit ihr das auch kennt. Da, 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 da. Welche Melodie ist das? Alien. Ja. Ja, okay. Ja. Da holt er sein Laserschwert raus und köpft uns. Also, guck mal da vorne, das sieht aus, als wenn da ein Abzweig kommt. Oh ja, da ist. Leuchte mal da rein. Hä? Ja, sieht so aus. Als wenn es ein. Da ist abgeteilt, irgendwie mit, so, mit Holzplatten. Aber das ist ein Durchbruch. Ist da scheint da Licht oder ist das nur von unten? Nee, das ist nur von unseren Lampen. Nee, lass uns da mal reingehen. Das, ja, Alter, weiß. Ich bin so ein bisschen. Doch, das habe ich in dem Video auch gesagt. Lass uns da mal reingehen. Ja, aber lass uns auch mal ein bisschen vorsichtig sein. Ja, jetzt. Mein Gott. Jetzt ist doch keiner hier. Ja. Kriegen wir schon hin. Okay, mal. Können wir mal hier durch. Ja, es geht. Oh, Alter, ey, ich hasse diese Scheiße. Oh, guck mal, wie groß das ist. Das ist ja hier. Alter. Ich beschreibe euch das jetzt mal ganz kurz, falls ihr das Video nicht seht. Das ist ein Raum hier so 4x5 Meter und bestimmt locker 4 Meter hoch. Was ist das da hinten für ein Metallgerüst? Guck mal das, ja, genau. Hä? Wir sind hier, das sieht ja aus wie im. Hier hängen lauter Klamotten. Das sieht aus wie im Theater oder so, oder hinter der Bühne, oder? Was? Wie so Fundus, ja. Es ist alles total verstaubt. Was haben die denn hier gemacht, Alter? Was ist denn das hier alles? Hä? Guck doch mal die Sachen an. Ich will ja mal. Also, wie sieht aus wie so Lack und Leder, oder? Das ist ja geil. Oh, das ist total staubig hier. Also, was machen die da mit Lack und Leder? Wahrscheinlich sind das Schutzanzüge oder sowas, ne? Oder? Ja, das ist ein SM-Studio oder was. Ja, genau. Ja, cool. Ja, guck doch mal, da liegen doch noch so Masken. Ja, also das ist doch keine Gasmaske, oder? Das sieht nach, keine Ahnung aus. Ja gut, was wird das sein? Das muss ja irgendeine Art Schutzzeug muss das ja sein. Junge. Ja, oder irgendwelche Leute machen hier was weiß ich, dass da öfter mal welche hier gucken gehen. Da ist, guck mal, da steht was an der Wand. Was ist denn das? Was steht denn da? Ein Datum? Weiß nicht, ob das soll das ein Datum sein? Ach doch, die schreiben die Daten ja immer so komisch. 7.13.79. Also dann wär's der 13.07.1979. Ja. Müssen wir unbedingt mal googeln, was das heißt. Was steht hier? Bird Time with Phil. Okay. Bird Time with Phil? Bird Time? Was soll das denn heißen? Hier könnt ihr mit Phil vögeln. Vögelzeit. Nee, ja. Vogel. Na. Hä? Also das macht ja jetzt in gar keiner Weise irgendwie Sinn. Das ist ja völlig absurd. Was ich bin, also ist Birdtime für irgendwas eine besondere Abwehr? Also ich würde ja jetzt mal googeln, aber wir haben ja keinen Empfang hier. So, scheiße. Da kommt ja nichts dran. Scheiße. Müssen wir nachher machen, das müssen wir mal im Nachhinein. Sollten wir es tatsächlich wieder rausschaffen? Ja, sollten wir es rausschaffen. Oh ja, aber so wie es aussieht, geht es hier zumindest nicht weiter. Ich würde sagen, wir gehen wieder zurück zu dem Hauptgang. Wir gehen, ja, auf alle Fälle. Ich mach noch ein paar Szenen mit der Kamera hier. Ja, genau. Müssen wir ein bisschen ausleuchten, mal gucken. Warte, ich habe da die Mac-Light noch hier. Ja, alles klar, gut. Also Leute. Ja, wir gehen zurück zum Gang und dann melden wir uns wieder, wenn irgendwas passiert. So, Mannis, wir sind jetzt hier ein ganzes Stück weitergegangen. Wir sind an ein großes Gittertor gekommen, also so. Kreuzgitter. Das war, also man kam da wirklich mit nichts durch. In einem Video, was ich gesehen hatte bei YouTube, habe ich das sogar mal gesehen. Also, Das gibt es, das Originaltor. Das haben wir allerdings jetzt. Ja, also da standen wir jetzt eben davor und wir haben das. Wir haben es selbst mit der allseits beliebten Hebelwirkung nicht aufgekriegt und deswegen sind wir jetzt zurückgegangen. Und wir stehen jetzt hier
vor einem, ja, was weiß ich, wie soll man sagen, das Spalt. Das ist so ein Durchbruch. Das ist, die Wand ist an einer Seite eingebrochen und man kann dadurch, auf der anderen Seite geht es irgendwie weiter. Also es kommt eine größere Öffnung. Ja, ob es da wirklich weitergeht. Wir sind gespannt. Vorhin dran vorbeigegangen, weil wir gedacht haben, wir gucken jetzt erstmal weiter. Ich glaube auch nicht, dass da weitergeht. Das sieht ziemlich eng aus, die ganze Scheiße. Lass uns mal einfach mal probieren. Ja. Machen wir aus dann noch für die Zeit? Oder bei ja, gucken, mit Mikro? Komm, ich nehme mal dein Mikro, probier ja, mal, guck mal, wo du da hinkommst. Ja. Alter, warum ist die Scheiße? Ich hab doch im Rücken, ey. Boah, Alter. Ich mach mich ganz schlank. Ja, geht doch. Geht doch. Das geht. Hier, nimm ja. das, dann komm ich nach. So, jetzt. Mit deins, ich geb her. Ja. Die ganze Scheiße her. Kamera? Ja, okay. Jetzt könnt ihr gerade sehen, wie sich Michael anstellt, um durch diesen... Warte. Oh, Alter, ey. Wir sind Survival-Experten vom Feinsten. Gib her die Scheiße. So, komm rein. So, ich war... Also, man kann jetzt aber nicht unbedingt sagen, ob es hier... Doch, da hinten da wird es auch ein bisschen breiter wieder. Ne? Ist das hier ein Paralleltunnel oder das ist ja irre? Ich habe keine Ahnung. Welche Richtung gehen wir jetzt? Wir müssen echt auch ein bisschen aufpassen, nicht, dass hier wirklich was noch einsturzgefährdet ist oder so eine Scheiße. Ne? Ja, das ist ein Argument. Ja. Ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach in die Richtung weiter, wo wir vorhin jetzt auch weitergehen wollten und nicht weitergekommen sind. Ja, richtig. Das müsste ja dann Richtung Area 51 sein. Ich hoffe es. Ach du Scheiße. Ja, ach du Scheiße, genau. Hier ist aber nichts mehr abgestützt. Ja eben, das meinte ich ja gerade. Obwohl da hinten, lass mal weitergehen. Mal gucken, was da noch kommt. Leute, wir melden uns gleich wieder. Leise. Was ist denn da? Ich versuche das mal mit der Kamera einzufangen, aber es ist total duster hier. Also da hinten brennt so ein bisschen Licht. Da ist Licht. Vor allen Dingen, das sieht aus wie ein etwas größerer Raum irgendwie. Was ist denn das? Ich habe keine Ahnung, was. Lass uns nur vorsichtig sein. Ist das Türen oder was an der linken Seite? Das sieht aus wie Zellen, oder? Sind das Zellen? Was, Zellen? Na, Zellen, also Gefängnisse. Scheiße, ja. Guck mal, das sind so. Lass uns mal überlegen, ob wir überhaupt hier weitergehen sollten. Guck mal, ob das offen ist. Aber was, leise. Mach offen ist. Die Tür, ob die aufgeht. Ich will wissen, was da drin ist. Bist du bescheuert oder was? Alter, wozu sind wir denn hier? Nee, die sind abgeschlossen. Guck mal, da oben ist so ein Schiebeding. Warte, ich mach das mal auf. Das sind Zellen. Es ist ziemlich dunkel, aber ich sehe hier nichts. Das ist verlassen hier. Geh mal in die nächste. Nee, ist auch zu. Gut, wir gucken mal in der nächsten. Nee, hier ist auch nichts. Die sind leer alle. Also ich weiß nicht, ich würde sagen, wir... Komm, wir gucken an der dritten auch nochmal. Ja, wie viele Türen sind das? Wir hauen ab hier. Liebe Freunde, liebe Manis. Alter! Was ist denn los? Komm her. Guck mal her. Was ist los, Alter? Guck doch mal, was ist denn das? Keine Ahnung, ich kann nichts sehen. Geh mal weg. Alter, da sitzt irgendwo. Was ist denn das? Da sitzt irgendein Viech im. Das ist ein Tier. Da sitzt ein Tier in der Ecke. Alter. Guck noch mal. Die Tier. Was ist das für ein Geblubber? Was ist denn das für ein Tier? Das blubbert und raucht das? Oder das was? Da qualmt's doch irgendwie. Hallo! Oh, Scheiße, was ist das denn jetzt, verdammte Alter. Scheiße? Fuck, Alter. Was ist das? Alter, was ist das? Was ist das, Junge? Mann. Lass uns abhauen, ey. Lass uns abhauen, ey. Was ist los, Alter? Was ist das? Ach du Scheiße, ey. Guck mal, wie das aussieht. Ich werd verrückt. Alter, das ist... Lass uns abhauen, lass uns abhauen. Der winkt uns rüber, aber ich hab keinen Bock darauf. Der zeigt drüben auf die Schränke. Ach, okay. Was denn? Geh mal rüber, geh mal gucken. Alter, hier sind... Micha! Hier sind Schlüssel drin. Guck mal, ob da eine Zellennummer, ob da irgendeine... Hier sind lauter Nummern. Hast du eine Nummer? 18.
Alles klar, hier, da ist ein Schlüssel mit 18. Hier. Willst du wirklich schließ auf! Bist du bescheuert? Wer, auf, du weißt doch gar nicht, was das ist, Mann! Ich hab die Kamera, ich kann jetzt nicht aufschließen. Schließ auf jetzt! Ich will gar nicht aufschließen, doch. Weil du weißt nicht, ob das scheiß gefährlich ist, Mann! Ja. Bleib ruhig, Junge. Was auch immer du bist. Ich mach auf jetzt. Leute, ey, soll ich echt aufmachen? Wenn ihr das nachher seht, das ist unfassbar, ey. Halt die Kamera drauf jetzt, wenn ich aufmache. Bleib ganz ruhig, ich mache auf, okay? Verstehst du mich? Nein, verstehst du mich sowieso nicht. Leute, müsst leise sein. Ja, Mann, Alter, müsst leise sein. Ich weiß, dass ich verfuckt noch mal. Schließ die scheiß Tür auf jetzt. So, komm, lass uns mal ein bisschen zurückgehen. Hi, du da. Was zeigt der da? Er zeigt auf seinen Rücken, der sieht aus wie ein Alien. Ey, guck dir das doch mal an, das gibt's doch gar nicht. Er sieht aus wie ein Film. Ey, ich werd verrückt. Was ist ein Alien, Alter? Fuck. Willst du mich verarschen? Der zeigt hinten auf den Rücken. Was ist denn das? Das sieht aus wie eine Schnalle. Ich gehe da nicht hin. Wie ein Reißverschluss. Was ist das? Es ist scheiße dunkel. Ich glaube, die Kamera sieht das gerade. Mach mal auf. Lass uns doch abhauen jetzt. Mach das mal auf. Mach ich auf. Das ist ein Alien mit einem Reißverschluss auf dem Rücken. Mach das mal auf. Das ist gar kein Alien. Das ist doch... Vielleicht haben die den irgendwie operiert. Irgendeine Scheiße da rein operiert. Oder? Okay, jetzt mach auf, verdammt nochmal. Ja, okay, ich mach's auf. So, jetzt gehen wir ein bisschen zurück. Alter, krass, Wallah, Habibis. Ach, so scheiße Shisha rauchen mit diesen dreckigen Maske. Wallah. Alter, was, das kann nicht wahr sein, ey. Ey, Bruder. Was ist das für eine Maske? Meine Sprache voll krass, ey. Komm, setz durch. Wir rauchen eine Shisha. Ich hab gerade Kohle angemacht. Komm, setz durch. Was? Ja, was? Shisha rauchen? Komm, Alter, lass uns abhauen. Wir sind gerade ein bisschen überfordert. Wir müssen hier weg, Mann. Ich verstehe gerade gar nicht, was überhaupt abgeht. Was ist denn... Wer bist du denn eigentlich? Beruhigt euch. Ich will erstmal mit euch in Ruhe rauchen. Ich bin so lange hier. Ich habe nur komische Menschen um mich herum, die mich vergewaltigen wollen. Ich will nicht vergewaltigt werden. Komm, setz euch. Oh Gott, bitte, ja, komm. Ruhig, dann lass uns hinsetzen. Das ist ja zu laut, der Junge. Irre, ja, weißt du eigentlich, wo wir hier sind? Wir sind hier in einer total geheimen Militärbasis. Wir müssen hier abhauen. Was Militärbasis? Ich werde jeden Tag in Arsch gefickt. Ich weiß gar nicht, was los ist, ey. Jeden Tag. Aber dafür darf ich Shisha rauchen. Das reicht völlig aus, Habibis. Komm, Bruder, rauch erst mal ein bisschen von meiner Shisha. Wer seid ihr und wieso verstehe ich euch überhaupt? Wir sind die Männerrunde Podcast. Diesen Podcast empfehle ich meinen Freunden gerne weiter. Alter, ja. Was ist denn hier los? Das ist richtig. Wer bist du denn überhaupt? Ich weiß es selber nicht. Die geben mir Shisha und dafür dürfen sie mit mir machen, was sie wollen. Aber ich will nicht. Ich will hier weg. Sag mal, was ist denn das? Warum hast du dieses scheiß Kostüm an? Warte mal. Da singt doch einer. Wer singt denn da? Ach, das ist dieser komische Kübelberg oder wie der Ivan oder wie der auch heißt. Aber der findet das toll. Kübelberg? Ja, du hörst diese Drecksmusik. Ich kann dabei nicht meine Shisha rauchen. Das geht mir auch. Gibt's ja, der wird in Deutschland für tot. Der ist doch tot. Der ist doch vom Schiff. Der meint jetzt unseren Daniel Kübelberg oder was? Ja, dann müssen wir den auch rausholen. Habibis, raucht erstmal eine Shisha. Der ist nicht tot. Wir müssen euch hier rausholen. Was seid ihr denn? Ein Sexsklaven oder was ist hier los? Ich will nicht drüber reden. Große Sachen im Po. Nicht gut. Tut weh. Aber Daniel gefällt, steht auf große Sachen und singt dabei ganz laut. Alarm! Ach du Scheiße. Alarm! Ey, was machen wir jetzt? Wir müssen raus hier. Lass uns abhauen jetzt. Los, komm mit. Komm mit. Ruhig, erst mal zu Ende laufen. Was? Nein, wir müssen hier weg. Ich kann nicht ohne meine Schiene. Da kommt doch schon Soldat. Verdammte Scheiße. Was ist mit dir los, Alter? Was stimmt mit dir nicht? Komm jetzt. Scheiße, die kommen. Alter, beeil dich doch mal. Scheiße. Was? Ist ja voll irre, der Typ. Wo ist denn der Durchgang? Wo ist der? Da hinten. So dunkel hier. Verdammte Scheiße. Der muss... Hier geht's rein. Hier. Los, durch. Geh durch. Eilung. Schneller. Mann. Komm her, los, komm. Hier, nimm mal das. Komm doch hier, komm doch. Nimm mal die Kamera. Ich hab's. Oh, Scheiße. Was? Komm, hier ist egal, komm weiter. Hol die Kamera, wir brauchen die scheiß Aufnahme. Alter, komm jetzt hier mit deiner scheiß Shisha hier. Ja, verdammte Scheiße, komm doch mal durch. Los, durch jetzt. Ich werd verrückt, Mensch, hol dir doch mal da rein. Meine Güte, also, jetzt komm hier durch. Komm hier durch. Scheiße, komm hier durch.
Scheiße, das gibt's doch gar nicht. Los, komm, lass jetzt los. Dann nochmal. Ziel, 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 ziel. Oh, Scheiße. Sagt euren Frauen, dass ich sie alle liebe. Komm, lass uns abhauen, verdammte Scheiße. Es geht nicht. Komm, weiter, Scheiße. Weiter. Oh, Scheiße. Mann. Ja. Ach Gott. Los, geh runter. Verdammt. Weiter hier. Sind denen ein bisschen entkommen jetzt hier im Tunnel. Scheiße, Alter. Lass uns durch den Spalt sind die irgendwie nicht durchgekommen. Die haben sich wahrscheinlich erst um den Alien gekümmert. Oh Gott. Alter, ich kann nicht mehr. Oder die sind in den anderen Scheißgang rein. Die gucken, die suchen nach uns. Lange. Ja, ruf Piff und Buffern, dass wir jetzt endlich mal hier rauskommen. Wir müssen uns abholen. Ich habe keine Ahnung, was draußen jetzt abgeht. Ich hole noch gerade. Wo ist denn mein scheiß Handy? Die müssen uns abholen. Die warten doch draußen. Wenn die uns schnappen, schnappen die doch auch, wenn wir jetzt raus. Ja, was willst du jetzt machen? Okay, warte, ich rufe an. Das ist die einzige Chance, wenn wir jetzt hier rauskommen. Alter, was denn? Wo ist Money Henny weg? Was? Ich werde bescheuert. Money Henny! Kann nicht wahr sein. Money Henny! Was willst du denn? Hier ist es doch, Mensch, Kerle. Oh, ach so. Jetzt telefonier, verdammt nochmal. Ja, dann geh ich halt telefonieren. Oh, warte, gib her. So, ich ruf mal an. Also. Hier ist auch immer noch Scheißempfang. Ich geh ein Stückchen zum Tor. Ja, geh nach vorne. Kommt da wer? Ich weiß es nicht, Mann. Ich los, Telefon, ruf an. Ruf die an. Also, Leute, wir versuchen jetzt hier irgendwie noch rauszukommen. Die Mailbox, Alter, die Mailbox. Ich kille die Typen. Warte. Weiter. Ja, wie das aussieht, scheint das ja irgendwie nichts mit Aliens zu tun haben. Das scheint ja hier so ein Sadomaso-Club zu sein. Für die Regierung oder für die CIA oder was weiß ich. Das ist ja der Hammer hier. Und Daniel Kübelböck, ich flippe aus. Das kann ja nicht wahr sein. Oh Gott, Leute, also. Kommt uns entgegen, Mann. Ich hoffe, wir kommen hier raus und können euch diese ganze Geschichte irgendwie erzählen. Unsere Kamera ist leider kaputt gegangen. Ist irgendwie vorhin verloren gegangen. Ich weiß auch nicht, wie wir das jetzt... ja, gibt wahrscheinlich dann kein Video. Was heißt wahrscheinlich? Es gibt kein Video, die Kamera ist weg. Oh Gott. Wir müssen jetzt hier... Die kommen, wir müssen raus. Weiter. Scheiße. Komm, weiter. Fuck, ey. Alter. Schnell! Da vorne ist das Tor, los, komm! Scheiße, die sind hinter uns her jetzt! Mann, die schießen, ich glaub's nicht, das kann nicht wahr sein! Raus hier! Alter, was ist jetzt mit Piff und Puff? Die kommen uns entgegen, wir schaffen es sowieso nicht mehr bis hier! Was ist denn hier los? Scheiße! Schau, flipp aus! Weißt du, was wir vergessen haben übrigens? Vorsicht, Deckung! Weißt du, was wir vergessen haben, Mann? Die Kamera, ich weiß, die ist weg. Nein, viel schlimmer. Was denn? Was wir wollten noch Kapelle spielen, Mann. Scheiße, stimmt. Egal, weiter. Gott, was ist denn das für ein Licht? Was ist das denn jetzt? Hä? Die ballern nicht mehr. Leute. Die ballern nicht mehr. Hier schwebt Licht über uns. Das macht gar kein Geräusch. Was ist denn los? Ist das jetzt das, was ich denke? Guck dir das doch mal an, Alter. Da kommt ein Auto. Das ist Piff und Puff, Mann. Los, lass uns rübergehen. Schnell rein. Hey, das ist die Chance, Hier. Rein hier. Geh doch rein jetzt, Mensch. Der Rucksack. Weiter. Los, weg los, hier. Los, fahr. Ja, so war das. Also, jetzt wisst ihr Bescheid, Freunde. Wisst ihr Bescheid. Das war eine Mega-Nummer. Aber na gut, letzten Endes, was heißt jetzt Area 51 gelöst? Also, was wir jetzt festmauern können, ist, dass die Area 51 eigentlich gar nicht so viel mit Aliens zu tun hat, sondern eher mit 50 Shades of Grey oder sowas. Ja. Allerdings möchte ich nochmal an das Licht erinnern, was plötzlich über uns geschwebt. Das wollte ich gerade sagen. Also da scheint doch irgendwie noch mehr dran zu sein. Da haben wir jetzt natürlich keine Zeit gehabt, uns damit näher zu beschäftigen, was ich eigentlich sehr schade finde, aber wir mussten echt gucken, dass wir unsere Ärsche da rauskriegen. Allerdings. Das hat uns allerdings nicht davon abgehalten, Otto's Shrunken Head noch zu besuchen, mit Piff und Puff zusammen.
Von dem das ja muss der, man ja auch irgendwie feiern. Von dem ja der Carsten in der letzten Folge, ihr erinnert euch vielleicht, erzählt hat. Dieser tolle Superladen, wo dann... In New York, ja. Genau. Ja, wir hatten inzwischen Zwischenstopp nochmal in New York. Und Gott sei Dank gab das mit den Flügen gar keine Probleme irgendwie. Das hat mich schon, fast gewundert. Aber gut, die hatten ja auch nichts von uns. Ja, außer wir sind einfach zu unauffällig gewesen. Das kann sein, ja. Die Männerrunde ja, Podcast. Diesen Podcast empfehle ich meinen Freunden gerne weiter. Ist einfach unauffällig. Unterm Radar sozusagen. Ja, ja, ja. Gut, ja. Outside ist schon was Spezielles geworden mittlerweile, muss ich schon sagen. Also ich möchte ja fast behaupten, dass wir gerade die Erfinder... Doch, ich möchte uns die Erfinder nennen von einer Art Blair Witch Project des der Podcast-Szene. Das war eigentlich wie so ein Blair Witch Project der Podcast-Szene. Das stimmt. Verdammt nochmal. Das ist Reality ohne Ende gewesen. Das ist, ja. Ich wüsste gar nicht, gibt's sowas? Gibt's nicht, also, nein. Nee, das also gibt's ab wahrscheinlich... Jetzt, ab jetzt. Irgendwo in Amerika gibt's, keine Ahnung, ich habe jedenfalls noch nie sowas gehört. Da sind wir doch sehr innovativ, muss ich sagen. Ja. Mann, Mann, Mann. Und deswegen würde ich sagen, empfehlt uns weiter, abonniert uns auf den Kanälen, die ihr kennt. So ist es. Und hört nochmal, ist mir jetzt auch aufgefallen, wir haben eine Verschwörungstheorie-Folge, da haben wir das Thema ja schon mal aufgegriffen und in Episode 25, Liposome ja. Zum Jahrestag, ja. Da haben wir das auch schon nochmal erwähnt und das ist sehr interessant. Hört da nochmal rein. Stimmt. Das ist echt abgefahren. Und dann, wie gesagt, auf die Kanäle überall, die Männerrunde Podcast, Facebook, Instagram, Twitter, Dieser, Spotify, Castbox, YouTube, alle möglichen. Überall könnt ihr uns finden. iTunes. iTunes auch. Weiber. Ach, apropos, wenn du uns über iTunes hört, dann lass doch mal so eine 5-Sterne-Bewertung da. Ja, das wäre ganz kann toll. Nicht schaden. Ich glaube, bei iTunes können wir noch ein bisschen aufholen. Also allgemein wäre es ganz schön, wenn ihr uns überall da, wo es geht, eben bewertet, weil das hilft uns einfach weiter. Das stimmt. Und hilft uns einfach, diese schöne Hobby, das wir hier verfolgen, eben weiterzumachen, ne? Würde ich sagen. Also für die nächste Outside-Folge müssen wir uns irgendwas ganz easy peasy, irgendeine so eine Brauereibesichtigung oder sowas. Du meinst so eine Nordpol-Expedition zum Beispiel? Ja. Sowas. Also irgendein oder Mars. So einen lächerlichen, das ist gut. Gut, liebe Freunde, dann hoffen wir, dass es euch Spaß gemacht hat. Und wir hören uns wieder in der nächsten Episode, wenn es wieder heißt... Die Männerrunde. Diesen Podcast empfehle ich meinen Freunden gerne weiter. Genau. Ja. So, schön mit Öl, tschüssi mit Össi. Habt eine schöne Woche und wir hören uns dann nächstes Mal. Ciao mit Au.